Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Landwirtschaftssimulator 15 und ja, wir machen hier schön weiter mit dem Stroh, das allerletzte, was hier noch rumliegt, die paar Spuren, und ich denke mal, dass wir es auch in dieser Folge schaffen, das abzuschließen. Also das Hoch- und Runterfahren hier wird jetzt wahrscheinlich noch so 5 Minuten dauern, dann zweimal Stroh wegbringen und ja, dann haben wir es eigentlich gepackt. Und ja, das hat sich ja mal richtig gelohnt beim nächsten Mal. Also beim nächsten Schnitt machen wir dann, oder wir lassen hier erstmal dann Gras drauf wachsen und machen da dann Silage drauf. Da haben wir dann auch weniger mit zu tun. Also wenn man bedenkt, dann lief das ja jetzt so ab, dass wir erstmal säen mussten, düngen, Mähdrescher, Heupresse, Heuballen einsammeln. Und bei dem, wenn wir jetzt Heu machen, da ist es ja auch so, dass wir es schneiden, wenden, schwaden, also Ballen pressen und Ballen einsammeln. Und bei der Silage ist es ein Schritt weniger, glaube ich, oder zwei. Da müssen wir es nämlich nur schneiden, schwaden und mit diesem Sammelgerät aufsammeln. Das war's. Keine Ballen einsammeln, das landet alles im Wagen drin und der ist groß. Gut, danach muss man es noch platt fahren oder gären, wenn es dann Silage werden soll. So, das kommt auch perfekt hin. Mit den Spuren, die wir hier jetzt noch über haben. So, das ist mal eine richtig schöne Spur hier noch. Schön breit und füllig. So, und dann hoffen wir mal, dass es danach dann mit den Ballen sammeln dann auch mit zwei Durchgängen passt. Aber ich denke mal schon. Das Feld war ja jetzt schon fast leer. So, das ist eine ganz tolle Spur hier. Da ist wahrscheinlich auch gar nichts drin. Ja, ganz wenig nur. Wahrscheinlich gerade so liegen geblieben, dass es sich lohnt, hier das aufzunehmen. Aber ich nehme das auch nur auf, damit das Stroh da nicht rumliegt. Sonst haben wir da so hässliche gelbe Flecken immer. So, mit ein bisschen Glück schaffen wir noch die 75%. Ja, eher nicht. So, und die letzte Spur. Und dann können wir hier schon mal das Gerät zum Aussäen ranmachen.
dann ist der vielleicht dann fertig, sodass wir mit dem großen Traktor dann auch wieder, also mit dem hier dann auch Anhänger schieben können wieder, um Sachen zu verkaufen. Sachen, also Getreide zu verkaufen. Dann sind wir quasi durch. Dann bringen wir die Ballenpresse eben noch ganz kurz zurück zum Hof. Die kann dann auch ein bisschen sauber werden. Ist auch ein bisschen dreckig. Also wenn es regnet, dann haben wir hier wieder alles saubere Maschinen, die dann wieder 5 Minuten später wieder dreckig sind. Aber besser als damit so ein Dingens zu kaufen, womit man die selber sauber machen kann. Energieverschwendung oder Wasserverschwendung und Geldverschwendung und sonst was alles noch. Ich stell die mal hier hinter. Ich hoffe, ich finde sie da wieder. So, die Saatmaschine, die war hier vorne links vorne. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob wir die voll machen müssen, aber machen wir mal. Also als erstes, bevor da irgendwas Falsches bei rumkommt, wählen wir hier Rasen aus, so. Rasensamen sind jetzt auch nicht so teuer. Aber das ist ja hier jetzt, macht ihr hier keinen Unterschied. Und sobald quasi wie hier vorne rechts bunte Blumen auf der Rasenfläche sind, ist die dann auch für uns ausreichend gewachsen. Also ich glaube, das ist die höchste Stufe dann. So, warum muss ich hier unten eigentlich langfahren? So, viel Spaß. So, und parallel dazu müssen wir natürlich hier Ballen einsammeln. Ich habe auch extra schon hier auf der Seite das so gemacht, das so eingesammelt, dass die wegkommen, die hier am ehesten im Weg stehen. Mittlerweile ist aber das meiste auf der Seite weg. Ja, und das reicht, glaube ich, das reicht dicke, ne? Also da brauchen wir wirklich nur zweimal fahren.
So, auf geht's. Das nächste Türmchen und danach dann noch ein kleines Türmchen. Mal gucken, vielleicht haben wir auf dem Hof noch genug Ballen, so dass wir das dann komplett machen können. So. Jawohl. Sehr gut. Also, Turm Nummer 6 steht und Turm Nummer 7 wird noch folgen. So, und wie viel Moon eine Kuh hier verursacht? Das Spiel denkt auch, der Stall ist voll. So, apropos, gibt es eigentlich hier irgendwie was Neues? Immer nur Pizzakrisen und alles. Ganz interessante Sachen hier, genau. So. So, dann nehmen wir hoffentlich mal den Rest dann mit. Aber es müsste schon hinhauen. Also es ist ein bisschen ist da noch, ne? Also ich bin gespannt. Ich zähle jetzt extra mal nicht durch, um mich zu überraschen. Ja, ich glaube, das passt. Aber viel Luft war da nicht mehr. Und was passiert da hinten? Oh Mann, ey. Ist das dein Ernst? Kollege, was soll das denn? Und das kostet mir dann Geld, weißt du? Und das wird auch nicht das einzige Mal sein. Machen wir es lieber so. Machen wir es lieber so, dass wir den vielleicht so schicken. Dann dreht er zwar häufiger, aber ich glaube, da sind denn keine Hindernisse. So, bis auf uns selber hier. Oh, schnell weg. Dann gucken wir noch mal, ob wir hier alle Ballen dann haben. So, den Anhänger dürfen wir auch gleich wegfahren. Und es sieht so aus, als wären wir fertig. Ne? Sehr schön.
So, der fast volle Anhänger hier. So, sollte reichen erstmal. Gut. So, dann bringen wir das eben nochmal weg und dann haben wir es abgeschlossen und dann machen wir in der nächsten Folge wieder Hackschnitzel verladen, Hackschnitzel verkaufen, so dass wir hier auf über 219.000 kommen. Am besten noch so, dass wir uns dann halt noch ein Wägelchen dazu kaufen, damit wir auch überall dann sind, weil ich glaube, wir können nur Nadelbäume mit dem abholzen. Mit dem Vollernter. So wie ich das richtig verstanden habe, mal aus den Kommentaren. Und naja, hier vorne haben wir ja hier beim Hof, Mensch, das ist ja viel Nadelbaum, auch schöne Größen, schöne Höhen, auch wenn man ja bedenken muss, dass man nur dass man da verschiedene Schnittlängen einstellen muss. Also ich glaube 5 Meter ist das höchste. Das heißt, wir können dann immer 5 Meter Stämme machen, sammeln die und dann ab dafür. Ein Teil machen wir auch in Hackschnitzel, immer mal, wenn Anfragen sind. So, hier würde ich gerne noch das voll machen. So. Und dann ist das hier unser letzter Turm. Wunderbar. So, am besten noch mal ein bisschen gerade. Oh, nicht zu dicht dran. So, noch mal einen Tick raus. Und Daumen drücken, dass das stehen bleibt. Jawohl. Also, das ist unsere kleine Strohfarm. Und Heu natürlich auch. Und Silage, naja, 5% gefüllt. Geht ein bisschen besser noch, aber das kommt ja alles noch. Da sind wir ja bei. So, das heißt, wir können den hier erstmal stehen lassen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird erstmal wieder Kohle geholt. Und wer weiß, vielleicht reicht es sogar schon für den Scorpion King. Also, macht's gut, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Würde mich sehr freuen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.